Audio Jungle. Aber er soll uns die zwei Frauen verkaufen. Das heißt, es ist dass eine Frau und wir unten in der Gartenreihe. Sie steht schon auf Warteschleife. Marcel kommt doch manchmal mit raus in den Gartenanlagen, machen wir ja auch mal. Wenn man da wirklich immer viel dahinter hat, damit man schnelle Ränder haben, kommt doch mit raus. Das heißt, ich habe die Gartenanlage zum grünen Garten. Ja, ist ja auch nicht häufig, aber kommt schon mal vor. Ich bin 26 Jahre alt, mache als Angestellter jetzt hier, helfe ich hier mit in der Gärtnerei. Lernen Sie hier Gärtner? Nee, ich hatte meine Ausbildung schon gehabt bei der TÜV Rheinland-Akademie als Gartenbauhelfer. Dann ist das praktisch hier eine Arbeitsstelle und keine Lehrstelle. Genau. Was machen Sie hier? Na, ich bin hauptsächlich hier für den Verkauf. Also Verkauf nicht, aber ich meine jetzt für unten, für die Pflanzen zuständig, Pflege. Zeigen Sie uns mal, wie Sie die Pflanzen hier pflegen. Das Wichtigste ist bei den Pflanzen, dass, wenn die jetzt braune Stellen haben, so wie hier zum Beispiel, dass sie vorsichtig abgemacht werden, ohne dass da was kaputt geht. Und die dürfen auch nicht so viel Wasser haben in den Töpfen. Weil dann bildet sich Staunässe und dann gehen die kaputt. Sehr gut. Wir haben so unsere Gemüter auch wirklich lustig gemacht. Und das ist der junge Mann, um den es geht. Genau. Ja, super. Hallo, Herr Busse. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind ja schon länger hier bei dem Unternehmen, ne? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, haben Sie ja schon vorher hier reingeschnuppert. Genau, als Praktikant. Als Praktikant, genau. Und dann haben Sie gemerkt, das ist was für mich. Jo, also ich wurde wie gesagt auch gefragt und da habe ich gesagt, nee, ich bleibe auch dabei. Also und das macht Ihnen auch Spaß? Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Und wie macht er sich? Gut. Gut, sonst würden Sie ihn ja nicht behalten wollen, ja? Genau. Wenn er Urlaub hat, fehlt er den Mädels hier schon im Verkauf. Ja? Also von daher ist es in Ordnung. Ja. Sie sind ja mit, glaube ich, 8 Beschäftigten, ne? 10? Aber auf jeden Fall, laut Gesetz müssten Sie es gar nicht machen. So, laut Gesetz wären Sie nicht verpflichtet, sondern Sie haben sich freiwillig entschlossen, wir wollen dem jungen Mann hier eine Chance geben. Ja. Er hat mitgezogen und wir ziehen dann eben auch mit. Wie sind Sie denn zueinander gekommen? Also wie ist es über zu dem Praktikum damals gekommen? Bildungswerk hier in Potsdam, die Frau Langer, die hatten uns mal angesprochen vor 2 Jahren, ja, ob wir uns das vorstellen könnten, da mal so ein Praktikum zu machen. Jo, und dann kam der Marcel hier an. Den hatten wir vorher schon mal, als er beim TÜV seine Ausbildung zum Fachwerker gemacht hat. Da war er hier auch schon mal zum Praktikum und da haben wir gesagt, ja okay, den kennen wir, den probieren wir mal. Ja. Naja, und dann sind die 2 Jahre ins Land gezogen und jetzt seit 14.01. haben wir ihn dann übernommen. Super. Eine Erfolgsgeschichte sozusagen. Jo. Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Es ist ja so, laut Gesetz haben Unternehmen ab 20 Beschäftigten sozusagen die Pflicht, also eine Mindestzahl ihrer Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit bestimmten Schwierigkeiten zur Verfügung zu stellen. Wenn sie das nicht machen, dann müssen sie einen finanziellen Ausgleich zahlen. Und von diesem Ausgleich werden dann Unternehmen unterstützt, die Arbeitsplätze, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze schaffen. Und das ist jetzt hier so ein klassischer Fall. Hier wird ein Unternehmen unterstützt, was sich dieser Aufgabe gestellt hat. Für Sie ist es eine tolle Sache, weil Sie was gefunden haben, jo, was Ihnen auch Spaß macht. Ein Arbeitgeber, der sehr aufgeschlossen ist, der sagt, er fehlt sogar, wenn er nicht da ist. Eine schöne Sache. Ja, freue ich mich. Vielleicht machen wir es dann gleich förmlich. Also wir sind ja in Deutschland, ja, alles muss ganz ordentlich sein. Mit speziellen Papieren und ja, das ist sozusagen der Bewilligungsbescheid, der, so heißt das, der dem Ganzen zugrunde liegt, der jetzt dem Unternehmen übergeben wird, ganz offiziell nochmal, als Unterstützung und als ja auch kleine Anerkennung und Dankeschön dafür, dass das Unternehmen diesen Arbeitsplatz, einen unbefristeten Arbeitsplatz
geschaffen hat. Also wirklich mit einer Zukunftsperspektive für sie auch hier im Unternehmen. Das ist ja wirklich tolle Sache, die ich nur unterstützen kann. Wir haben ja gemeinsam das Land und die Bundesagentur für Arbeit haben wir ja dieses Programm aufgelegt und haben gesagt, wir wollen 65 Ausbildungsplätze schaffen und 200 Arbeitsplätze. Und Sie sind jetzt einer der Ersten, die sozusagen von diesem Programm unterstützt werden. Sie sind einer der ersten Arbeitgeber, eines der ersten Unternehmen, die jetzt in den Genuss des Ganzen kommen. Deshalb darf ich Ihnen ganz offiziell den Bewilligungsbescheid überreichen und mich herzlich bedanken. Und Ihnen alles Gute wünschen für die Zusammenarbeit, fürs Unternehmen. Ich fahre hier ganz oft vorbei und werde dann jedes Mal an Sie denken. Ja, interessierte Unternehmen, die einen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen wollen, können dafür einen Antrag auf Unterstützung stellen beim Landesamt für Soziales und Versorgung. Dort werden diese Programme bearbeitet. Es sind noch Mittel zur Verfügung. Wir suchen betriebliche Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung hier im Land Brandenburg.